in deinem Buch hast du ja auch Rezepte dabei. Gibt es so ein Rezept, was dir besonders am Herzen liegt? Etwas, was dir sehr gut schmeckt? Also ich glaube, für alle, die neu einsteigen, das ist ja auch wirklich wichtig, dass es einfach ist. Man kann ganz viel ausprobieren und das Tolle ist auch in den beiden Büchern zu sprossen. Also das eine heißt Sprossen und Mikrogrün, das andere Sprossen und Keimlinge, sind ganz viele Rezepte dabei. Im Endeffekt ist es dann immer dasselbe Prinzip. Auch das ist ein künstlerischer Prozess, wo du reinspürst, okay, was brauche ich jetzt? Was braucht mein Körper? Das ist auch eine Schulung, ja, das kann man, diese Beziehung kann man aufbauen und dann dein Essen dementsprechend gestaltest. Ich bin noch immer Fan vom Sprossensalat. Also das ist bei mir echt so, mein täglich Brot ist der Sprossensalat. Und da habe ich dann verschiedene Sprossenmischungen, also zum Beispiel zur Unterstützung des Immunsystems oder wenn wir ganz sportlich unterwegs sind oder eine Sprossenglücksmischung, egal was. Also du könntest zum Beispiel einfach Rotklee oder Rosenklee hernehmen, vielleicht 3 bis 5% Rettich oder Radieschensprossen dazu, ein paar oder Samen eben. Das gibst du alles in ein Glas, Brokkoli dazu. Und das ist die Basis. Und bei mir gibt es wirklich täglich, außer wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zeige es mal kurz her, hier haben wir so eine Mischung, die ist gerade am Wachsen. Und wir haben jetzt, ich bin ja gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Und wir haben jetzt derzeit nur 2 solche Gläser. Ich selbst wird mit meinem Mann haben wir noch ein paar mehr. Ja. Und diese Sprossen, du siehst, das ist ein großes Sprossenglas, die kommen, das sind die Basis für meinen Salat. Und da kann man eben auch Linsensprossen dazugeben, verschiedene Sachen. Und wenn du das als Basis nimmst und dann zum Beispiel Crackers dazu gibst, egal ob es rohköstliche Crackers sind oder nicht rohköstliche Crackers, da kannst du dazu geben, Oliven, Gemüse der Saison. Also im Endeffekt, dieses Rezept ist wie eine Formel. Wichtig ist, wenn du wirklich auch diese Wirkung der Sprossen spüren möchtest, dass du genug davon isst. Und da ist immer die Frage, wie viel? Und ich sage so einfach, wie du spürst auch. Hier, dein Körper gibt dir Zeichen. Vielleicht fangst du mit 2 Handvoll Sprossen an. Und das ist eine tolle Basis, die jeder umsetzen kann. Und das ist ein toller, zum Beispiel Aperitif oder eine tolle Vorspeise, weil sie total enzymgeladen ist. Wir haben, wichtig zu wissen ist, dass wir bei Sprossen bis zu 100-mal mehr aktive Enzyme haben als bei frischen Obst und Gemüse. Das heißt, das Ganze verdaut sich fast wie von selbst. Es kostet kaum Energie, das zu verdauen und schenkt uns Energie. Also das wäre so ein wo ihr gar nicht viel herumforschen und probieren möchtet, einfach ein Sprossenglas, eine Sprossenmischung und dann davon profitieren. Und so natürlich Lieblingsrezepte. Also es gibt so die Secret Wild Sauce, das ist das absolute Hammer, die Hammersoße auf Basis von eingeweichten Cashews und eben auch probiotischen Kulturen. Die machst du einmal in der Woche und dann gibst du sie in den Kühlschrank und die wird immer besser. Oder auch die aktivierten Buchweizenkrebs, die kannst du würzig oder süß machen. Und das ist vor allem für die ganze Family zu Hause ein Hit, weil du machst einfach die Krebs, stellst die, also Palatschinken oder Pfannkuchen, und die stellst du auf den Tisch mit verschiedenen Zutaten, Sprossen, Salate, Aufstriche, egal was. Und jeder kann sich dann genau das nehmen, was er möchte. Und das ist nämlich auch so wichtig, das intuitive Essen. Ja, Ja, das okay. wäre. Genau, also ich könnte viele Rezepte nennen, aber das ist einmal schon eine tolle Basis, weil die Krebs, die liebt auch wirklich jeder. Für jung und alt, für wenn du Gäste hast oder wenn es eine Jause sein soll, für unterwegs. Und der Sprossensalat ist der absolute Hammer, der so lecker schmeckt und halt eben auch vielseitig einsetzbar ist. Okay. Hast du denn auch einen Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Licht am Küchenfenster haben, wenn das einfach zu wenig ist zum Keimen? Gibt es da Lampen oder sowas dafür? Ja, ganz tolle Frage. Gleich vorweg, wir brauchen bei der Sprossenzucht, also es gibt ja, ich erkläre es einmal kurz. Das sind jetzt Sprossen. Hier bitte kein direktes Sonnenlicht. Auch bei Keimlingen kein direktes Sonnenlicht. Ihr könnt direktes Sonnenlicht dann beim Mikrogrün haben, aber im Idealfall nicht, wenn ihr aussetzt oder wenn sie noch ganz klein sind. Also Sprossen gehen auch ohne viel Helligkeit. Und ich erkläre jetzt einmal den Unterschied zwischen Sprossen, Mikrogrün, Keimlingen und Co. Also wir haben jetzt das Saatgut, einfach, dass ihr alle Bescheid wisst. Das Saatgut, das kann so
trocken gelagert werden für Jahre. Sobald wir das im Wasser einweichen, wird es zum Leben aktiviert und das weiß, wo ich beginne jetzt zu wachsen, ich werde zur Pflanze. Das heißt, ich werfe einmal den ganzen Fraßschutz, diese Antinährstoffe, Säuren, Gifte ab und fange zu wachsen an. Also einfach, ich sauge mich einmal mit Wasser auf, ihr sitzt dann, ihr habt sicher alle schon einmal Linsen eingeweicht oder Kichererbsen vorm Kochen. Das passiert in der Aktivierungsphase. Dann, wenn wir das weiter keimen, zum Beispiel im Sprossenglas, dann werden Keimlinge draus, wie du vorher gesagt hast, eben auch Weizenkeimlinge. Ja, wenn wir das weiter keimen, dann wird es je nach Art auch, also dann wird es zur Sprosse und dann zu Mikrogrün. Manches Saatgut wird, also da wird ein Gras draus und andere das klassische Mikrogrün. Also die ganzen Getreidesorten, da lassen wir Gras draus wachsen und Sonnenblumen, Radieschen, Brokkoli, Rettich und so weiter. Das wird dann zu Mikrogrün, was meistens so ein schönes Herzl hat. Ja? Und je nachdem, wie du, was du genießen möchtest, alles hat seine Vorteile und dazu eben auch das Buch, weil es wird alles unterschiedlich gekeimt. Also Sonnenblumen mit Schale sind für Mikrogrün. Sonnenblumen ohne Schale sind zum Beispiel einfach nur so zum Einweichen. Ja, das ist auch ganz wichtig, da die Unterschiede. Und genau, je nachdem, was du eben genießen möchtest, so wählst du deine Anbauweise. Für Mikrogrün brauchst du eigentlich nur bei Sonnenblumen und Erbsen, macht dann auch Sinn, dass du mehr Licht hast. Bei Gräsern zum Beispiel brauchst du tatsächlich nicht einmal das direkte Sonnenlicht, da reicht auch indirektes Licht. Also das ist ganz spannend. Ihr braucht keinen super hellen Ort für eure Sprossenzucht. Genau. gute Nachrichten. Ja, da bin ich wirklich froh, weil bei uns im Schwarzwald, da ist es wirklich manchmal schwierig, auch so von der Bauweise der Häuser. Das ist ja alles mehr so auf Schutz ausgerichtet, auch vor dem Schnee. Und dann hat man nicht immer so wie jetzt in einem großen Block oder in einer Stadtwohnung, wo man dann im 5. Stock wohnt, dann ja die ganze Zeit Sonne dann auf dem Fenster. Ja, genau. Und aufgepasst, es gibt auch sogenannte Hell- und Dunkelkeimer. Das fällt aber bei der Sprossenzucht eigentlich gar nicht ins Gewicht. Also zum Beispiel Mungobohnen wären auch Dunkelkeimer und das ist so die einzige Sorte, wo ich finde, man merkt den Unterschied. Wenn es zu viel Licht bekommt, kann es sein, dass es ein bisschen andere Farbe hat, ein bisschen bitterer schmeckt. Aber das ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Einfach, dass ihr alle wisst, weil das ist eine der Hauptfragen, die dann immer kommen. Sehr gut. Schon mal was geklärt. Ja, weil manchmal hat man ja so Blockaden im Kopf und denkt, ach, es geht nicht, weil. Und dann ist es gut, einfach da nochmal nachzufragen und zu schauen, ist es denn wirklich so? Genau, ja. Und einfach ausprobieren und ja. Schön. Okay. Prima. Dann würde ich dich gerne fragen, du bist ja jetzt in einem neuen Buchprojekt. Wie ist da deine Ausrichtung? Was möchtest du den Menschen noch so mit auf den Weg geben? Ja, das neue Buchprojekt, in dem ich schon 5 Jahre stecke. High Vibe Food, also hochschwingen Lebensmittel und Lebensweise, darum geht's. Und das ist eigentlich eine Kombination aus meinem 3. und 4. Buch. Also es sind 2 Bücher in einem, deshalb durfte es ein bisschen länger dauern. Und es geht eben darum, zu schauen, okay, wir wissen, Lebensmittel haben Kalorien und haben gewisse Nährstoffe, worauf generell auch die Ernährungswissenschaft sehr konzentriert ist. Und was oft weggelassen wird, ist eben, okay, welche energetische Qualität hat das Lebensmittel? Und vor allem wir auch als hochsensible Menschen spüren das ja auch. Mhm. Ja. Und Lebensmittel wirken sich direkt auf unser So-Sein, auf unser Bewusstsein aus, wie wir uns fühlen. Und darum geht es auch bei High Vibe Food. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch Faktoren wie, okay, wie viel Lebensenergie steckt denn in den Lebensmitteln? Das messen können wir anhand von Biophotonen oder Elektronen messen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist zudem auch, welche Information steckt denn in den Lebensmitteln? Ja, weil, wie Erwin Schrödinger schon gesagt hat, wir sind Ordnungsräuber. Also wir saugen eben Information und Ordnung aus unserem Umfeld auf. Und damit, also in unserem Körper, und das geht ja darüber hinaus, es sind ja alles hochkomplexe Prozesse und die Ordnung und die Struktur ist da auch wichtig, ja. Und wenn jemand nicht, es heißt ja auch, oh, ich glaube, da ist was nicht ganz in Ordnung, oh, oder der ist nicht ganz in Ordnung. Und wir wollen eben schauen, dass wir in Ordnung sind und dass im Körper
auch auf zellulärer Ebene kein Chaos herrscht, sondern eben Ordnung, dass wir Licht in unseren Zellen haben. Und da können uns hochschwingende Lebensmittel helfen.